Es ist natürlich erschreckend, dass es in Ländern wie dem Iran mehrfach zu Vorfällen gekommen ist, bei denen Bürger von Mitgliedstaaten als Geiseln gehalten und inhaftiert oder sogar getötet wurden. Und ich denke, jeder hier, wie am Donnerstagnachmittag ja üblich, kann dieser Bewertung zustimmen. Allerdings bin ich nicht der Auffassung, dass es die Aufgabe der EU ist, etwas gegen diese Verbrechen zu unternehmen. Denn, werte Kollegen, wir sind doch kein Staat. Und es gibt Gott sei Dank auch noch keine Vereinigten Staaten von Europa, zumal ja kein europäisches Volk existiert. Dieses heute diskutierte Problem müssen wir daher von den jeweils betroffenen Staaten lösen lassen. Jeder Mitgliedstaat muss sich um seine Bürger kümmern. Er muss Maßnahmen gegen diese Unrechtsstaaten ergreifen, keine Frage. Und im Fall des belgischen Staatsbürgers Oliver van den Castele, also Belgien, im Fall von Cécile Kohler und Jacques Paris, Frankreich und so weiter. Und deshalb fordere ich diese Länder auf, sich um ihre Bürger zu kümmern und rasch Maßnahmen zu ergreifen. Und sorry, liebe Kollegen, es macht leider keinen Sinn, dass wir nach Brüssel schauen, in die Kommission schauen und nach Lösungen und Lösungen fordern für dieses Problem. Das können nur die Mitgliedstaaten lösen. Vielen Dank.